Na, heute geht es um die fünf. Naja, ihr könnt Titel lesen, schätze ich. Kleiner Disclaimer. Ich habe natürlich nichts gegen die YouTuber persönlich, aber jeder entscheidet ja für sich, was er für Videos auf dieser Plattform hochlädt und was er für ein Image fährt. Falls man nicht gerade den realsten Realsprech am Talken ist. Heißt also, ich finde einfach den Unsinn, den sie auf YouTube machen und verkörpern, peinlich. Apropos Unsinn. Dagi B hat ein Statement-Video hochgeladen, in dem sie sichtlich verwirrt zu sein scheint. So auf dem Level, ich erzähl was, 2 Minuten später habe ich das wieder vergessen und erzähl genau das Gegenteil. Wollt ihr übermorgen so ein kurzes Video darüber sehen? 5 Minuten lang als Bonus obendrauf? Los geht's. Wir fangen an mit Victoria Sari... Nein, stopp. Victoria Sarina! Shiro hat sich gerade erschrocken. Ja, warum finde ich die peinlich? Das ist eine gute Frage, im Sinne von gut, weil ich es leicht beantworten kann. Im Prinzip würde hier ein einfaches "Schaut euch die Videoübersicht an" reichen. Aber das ist ja noch nicht... Och, Handy. Im Prinzip würde hier ein einfaches "Schaut euch die Videoübersicht an" reichen. Aber das ist ja noch nicht mal das eigentliche Problem. Wenn man Content für diese Altersgruppe macht, sollte man vielleicht ein bisschen weniger auf die Tube drücken, wenn es um Business machen geht. Das können die beiden nämlich wie keine zwei Sternchen innen Bücher. Bücher ohne Ende. Zum Beispiel "Frag dich mal. 1033 Fragen zum Nachdenken, Lachen und Zeit vertreiben." Ich sag's euch, die epischsten Fragen. Die stellt sich jeder. Welche Superkräfte hättest du gerne? Auf welche App könntest du dich verzichten? Oder was hast du gerade an? Ja? Super nützlich. Stellt euch mal vor, ihr habt gerade eine Halskrause. Dann könnt ihr natürlich nicht an euch runterschauen und müsst euch das nochmal extra fragen. Weil... Gründe. Dementsprechend hochlobend ist natürlich auch die Produktbeschreibung. "Frag dich mal" ist ein Buch mit 1033 kreativen Fragen, die sich Victoria Sarina ausgedacht haben. Sie sollen zum Nachdenken anregen, sind lustig, persönlich, überraschend, unvorhersehbar und niemals langweilig. Was hast du an? Hä? Eine lustige und kurzweilige Unterhaltung. Kurzweilig ist irgendwie ein bisschen ungünstig ausgedrückt, weil es halt die Wahrheit ist. Die sich perfekt eignet, um dich selbst besser kennenzulernen. Als Partyspiel, bei jeder unnötigen Frage einen kurzen, oder für den Mädelsabend mit den besten Freundinnen. Neue Erkenntnisse sind garantiert. Oh, ich habe ja rosa an und gar nicht rot. Ihr wisst, was ich meine. Der Spaß, der garantiert nicht an einem halben Wochenende zu Papier gebracht wurde, kostet dann immerhin nur 15 Euro. Das ist die Hälfte von dem Preis, die sie für ein Foto auf ihrer Tour verlangen. Ja, 30 Euro. 30 Euro, um ein Gruppenfoto mit den beiden Grazerinnen vor einer Sponsoren zugetackerten Werbewand zu machen. Das ist übrigens kein Scherz, ne? Der Ticketaufpreis für Fotos liegt wirklich bei 30 Euro. Also insgesamt bei 70, um Fotos mit denen zu machen. Total worth. Aber die 40 Euro fürs reguläre Ticket lohnen sich ja auch schon, wie offen und ehrlich gezeigt hat. Man kann sich immerhin ein Video anschauen und danach ein Interview live mitverfolgen. Die Videos haben wir schon mal in einem eigenen Video abgehakt, können wir also dieses Mal weglassen. Aber ein Prachtexemplar ist noch dazugekommen. Ich präsentiere 3 Tage lang vegan leben. Werden wir verhungern? Simon! Simon, du bist in akuter Gefahr! Hilfe! Hilfe! Was finde ich denn jetzt im Endeffekt peinlich an denen? Naja, es ist die Mischung aus dieser komplett verschoben gestellten Art und dem knallharten Business. Man kann ja trotzdem seine Kohle verdienen, wenn man sich für ein jüngeres Publikum entscheidet. Aber 30 Flocken für ein Foto? Junge! Moin! Kennt ihr den Moment, wenn man sich selber künstlich jünger macht, als man ist, um irgendwie attraktiver für YouTube-Zuschauer zu sein? So ähnlich geht es wohl dem Eiterbeule. Denn er selber sieht mittlerweile aus wie ein junger Mann und nimmt sich selber auch nicht so hundertprozentig ernst. Aber Eiterbeule hat es einfach geschafft, so ein bisschen einen Hype rund um Mitte 2018 aufzubauen. Man kennt ihn vielleicht auch aus Alphastein-Videos und hat halt einfach... ja, sich zur Berufung gemacht, seine Stimme zu ändern. Also jetzt mal ganz ehrlich, was würdet ihr sagen, wie klingt ein junger Mann, der ungefähr so aussieht? Vielleicht ähnlich wie ich, vielleicht halt einfach wie ein durchschnittlicher 18-Jähriger. Eiterbeule hat sich aber was ganz, ganz anderes überlegt. In circa über 300 Videos klingt er so. Ach Mann, ich vermisse meinen besten Freund. Der ist so lange schon weg, Mensch. Wenn es nur die Stimme wäre, aber versucht halt wirklich krampfhaft wie ein junger Bursche in seinen Videos zu wirken. Finde ich persönlich schon ein bisschen unangenehm von jemandem, der sich selber auf Instagram als Unternehmer betitelt und präsentiert sich dementsprechend auch.
wo wir eh schon auf seinem Insta sind, hier hat jemand aber wirklich dieses Verlinkungsgame aber mal komplett durchgespielt. 2020 soll wohl rasiert werden auf Instagram. Sein Template umfasst ungefähr 25 andere Instagram-Seiten, die einfach mal ja, ein bisschen verlinkt werden, ne, für ein bisschen potenzielle Reichweite. Kickt wahrscheinlich richtig rein. Verschiedenste Images passen irgendwie nicht so richtig zusammen und so sinkt das Interesse für seinen Kanal seit 2019 kontinuierlich. Unser nächster Platz ist Fatih Brate. Wir kennen ihn alle und wir wissen ebenfalls alle, warum er zu Recht in dieser Liste ist. Was irgendwie komisch ist, weil er selbst von seinen Videos behauptet, dass es ja die geilsten und lustigsten Videos überhaupt auf YouTube sind. Um dieser Aussage etwas näher auf den Grund zu gehen, habe ich mir mal ein Video von ihm angeschaut. Ganz. Und ja, das Ergebnis war... Teilzeit. Macht wieder Videos. Das Video, welches ich mir angeschaut habe, trägt den Titel Verstecken in deiner Farbe Challenge. Ich weiß nicht, wie empfindlich der Gute beim Verwenden seiner Videoausschnitte ist, deswegen muss ich das Ganze super authentisch nacherzählen. Wie immer sind die Protagonisten Fatih und sein Cousin, Bruder, was auch immer, Ray. Ich muss ihn übrigens leider zensieren, weil Kopper. Das Video beginnt mit der Regelerklärung der Challenge. Zitat Ray: Jeder von uns bekommt eine Farbe zugeteilt. Es ist mir irgendwie schon peinlich, das nachzumachen. Kennt ihr das, wenn so junge Burschen maximal übermotiviert sind? Stellt euch das vor. Mit einer Prise Simon Desio-Betonung obendrauf. Es ist herrlich. Falls herrlich als Synonym für, das hält keiner 20 Sekunden aus, ohne bekloppt zu werden, gilt. Zitat Fatih. Kommen wir zu den Teilnehmern und finden heraus, wer welche Farbe hat. Braucht der Zuschauer ja eigentlich gar nicht mehr herausfinden. Man sieht ja schon am Thumbnail, welche Farbe er hat. Braun. Demnach wissen wir aber wenigstens, welche Farbe der Gegenstand hat, in dem er sich versteckt. Grau. Hinterher kraxelt er noch unter das Bett, aber es ist trotzdem nicht braun. Wie war nochmal die Regel? Verdammt, ist das kompliziert. Übrigens, man hat eine Minute Zeit, um sich zu verstecken. Und das hat im Video 3 Minuten gedauert. Währenddessen hat er Legos auf die Treppe gelegt und Mentos in eine Colaflasche gekippt. Fatihs Farbe ist weiß. Sein Versteck... Ja, das lass ich gelten. Kannst du dir nicht mehr ausdenken. Nur blöd, dass Ray den Unterschied zwischen Klo und Hose nicht kennt. Er hat nämlich die Buchs vollgeböllert, obwohl er vom Badezimmer kam, und die Hose dann in die Waschmaschine buxiert. Eine Sternstunde der Unterhaltungskunst, oder? Diese Meisterleistung der Bewegtbildkunst in Kombo mit der Art zu reden, schön langsam, damit auch jeder folgen kann, denn sowas schaut man halt einfach, wenn man etwas langsamer im Kopf ist. Wer sich in Gänze von dem Grad der Peinlichkeit überzeugen möchte, ist verlinkt. Setz Beek hier. Oder auch der Typ mit den Augenbrauen. Also doof von an der Stelle, aber er hat ein eigenes Video online gestellt zu seinen Augenbrauen, ne, wo er halt darauf eingeht, ob er seine Augenbrauen selber noch mit dem Stift nachzieht, damit sie so aussehen oder eben nicht. Zu seinen erfolgreichsten Videos zählt das zum einen natürlich, ne, logischerweise, wer hätte sich denken können, aber natürlich auch so Reaction-Videos zu Musical.ly mit Challenges, irgendwie nicht lachen und so ein Kram und Tracks mit einer Dislike-Rate von knapp 90%. Das letzte richtig positiv bewertete Video ist bereits 5 Monate her und generell ist er halt einfach eher durch Hate bekannt geworden. Doch wir wollen eigentlich gar nicht so wirklich in der Vergangenheit schwelgen, auch wenn es ein bisschen schwer ist, weil er nicht so wirklich viel hochlädt. Was macht er denn aktuell so? Also außer sich eine Waffe zu besorgen. Doch die Frage, also, ne? Warum? Warum sollte man sich eine Waffe besorgen? Also erstmal kleine Entwarnung, es ist natürlich keine echte Waffe, denn das würde er so logischerweise nicht in einem Video verpacken, weil es halt strafbar ist, sondern eine Streckschusspistole. Laut ihm auch alles angemeldet, alles cool, ne? Muss man sich halt so einen Zettel ausfüllen, dann wird man irgendwie überprüft, ob das eben legitim ist. Doch wofür braucht er dann eine Waffe? Also wie will er irgendwie Nutzen aus so einer Schreckschusspistole machen? Ist das gegen die ganzen Haters oder was? Nein, natürlich nicht, ne? Um damit auf den Schießstand zu gehen, um dann damit dort zu schießen, um dann halt zu gucken, wie es im Gegensatz zu einer richtigen Waffe ist. Zusätzlich ist er natürlich, wie viele deutsche YouTuber, ein Gott im Recyceln von Content anderer. Kopfhörer von Fremden durchschneiden und dann ein paar Apple AirPods spendieren, ist natürlich etwas, was ich vorher noch nie gesehen habe. Hier auch echt ganz unangenehm. Die Kamera ist zum Teil direkt in den Fressen der Leuten positioniert. Einfach sehr, sehr schlecht gefaked. Recyceln und dann schlecht faken ist wohl eine recht gute Beschreibung für seinen Kanal. Angefangen bin ich bei ihm ja auch ein bisschen mit Musik. Das heißt, wir wollen das Ganze auch nochmal hier beenden. Einer seiner neuesten Tracks, Auge, ist wirklich wieder komplett steil gegangen.
Er selber geht dort viel auf dieses Rich-Ding ein. 22 Millionen Klicks in 3 Jahren, das ist nicht nichts, aber ich sag mal so, du bist noch ganz, ganz weit weg davon, irgendwie ja, ausgesorgt zu haben durch YouTube. Alles in allem eine recht übertriebene, traurige und irgendwie auch peinliche Internetpräsenz. So, letzter Kandidat für heute. Ihr kennt doch bestimmt noch alle EpicStan. Stellt euch mal Folgendes vor. Ihr fusioniert EpicStan mit AlphaStein und klatscht da noch einen Voice-Pitcher drauf, der alle Gläser im Umkreis von 3 Kilometern zerspringen lässt. Könnt ihr euch nicht vorstellen? Konnte ich auch nicht. Bis ich auf Feuerwehr Daniel gestoßen bin. Guckt euch den Kanalbanner an. Das war einfach ich, nachdem ich ein Video auf dem Kanal geschaut habe. Fürchterlich. Es ist aber auch irgendwie ein Fluch in der Minecraft-Szene. So viele YouTuber machen das, aber warum? Muss man denn zwangsläufig Hörschäden davontragen? Oder ist die Frequenz der Stimme so kalkuliert, dass man die ab einem bestimmten Alter nicht mehr hören kann? Es ist ein Rätsel. Hört es euch doch mal an. Freunde, was ist denn mit der los? Und eigentlich möchte ich nicht mit dir spielen. Du spielst mit mir. Du klingst wie ein Psychopath, ey. Was soll ich dazu sagen? Er hat übrigens ein interessantes Format. Spaß haben mit. Hey, wie wär's denn mit Spaß haben mit Jasnero? Ich finde, ich würde einen super Antagonisten abgeben. Spaß mit Sarah? Kuss einem Sarah. Da ist es auch kein Wunder, dass Fire Golden dich löschen will. Ja gut, so eine Löschung kann man auch schon mal schnell in Kauf nehmen. Hat ja immerhin 1,1 Millionen Klicks gezogen. Warum auch immer. Ich meine, komm schon. Wie viele verkorkste Menschen gibt es, die sich von so einem Thumbnail anziehen lassen? Anscheinend genug. Das Follow-up hat nämlich auch über 1 Million Klicks. Ist Sarah meine Freundin? Halt mal. Ist das nicht Bananis Freundin? Moin. Moin. Na, was geht? Nichts zu viel bei dir? Ach, eigentlich auch nicht. Du, ich habe da ein Video gesehen. Ne, da hat deine Freundin mitgemacht. Willst du dich mal kurz dazu äußern? Klar. Ich schick dir das mal. Was sagst du dazu? Ja. Nee. Der ein oder andere fragt sich jetzt, wie hat er es geschafft, 400.000 Abonnenten zusammenzufarmen? Das haben wir mehr oder weniger Revi zu verdanken. Daniel hat beim, wie ist der Bombs nochmal? Ich glaube Ultratalent. Daniel hat beim Ultratalent mitgemacht und hat sich als Kind ausgegeben und mit Revi und Sturmwaffel kurz gesprochen. Fun Fact, Freddys Reaktion sah haargenau so aus wie meine, als ich das erste Mal vom Feuerwehrmann gehört habe. So, hier haben wir Feuerwehr Daniel. Hallo Feuerwehr Daniel. Hallo. Hallo. Was kannst du? Nein. On point. Ja gut, wer es sich für eine Länge von 10 Minuten und einer Sekunde geben will, soll's halt machen. Die wahre Konfettikanone der Unterhaltungskunst gibt es aber in den Kommentaren. Haniel, zumal wieder, macht wohl wieder, fort mit spielt in. Ja, 2 plus 2 ist nicht gleich Fisch, sondern 4. Erkenntnis. Erkenntnis fürs Leben. Du sollst mal eine... Was? Ihr seht schon, wie es dazu geht. Aber mal ganz kurz noch was an dich, Daniel, falls du das siehst. Ich hab nichts gegen dich, ne? Aber du hast bestimmt mitbekommen, was sich auf YouTube so getan hat seitens Copa. Die Schutzrichtlinie, in der du angeben musst, ob die Videos für Jüngere gedacht sind oder nicht. Ich impliziere einfach mal anhand von so ein paar Faktoren, dass deine Videos eher nicht für Erwachsene gedacht sind. Vage These, ich weiß. Warum kennzeichnest du sie also nicht als solche? Man kann das halt super leicht rausfinden. Man öffnet YouTube auf dem Handy und klickt ein Video an. Wollt ihr das jetzt im Miniplayer schauen und weiter durch YouTube scrollen? Geht das nicht. Wie auf dem Screenshot hier zu sehen. Bei dir ist es halt nicht der Fall. 60-70% weniger Einnahmen sind halt doof. Kann ich voll nachvollziehen. Wobei das dann die 4-5 Werbungen auf 10 Minuten kompensieren würde. Aber mal ganz ehrlich, ist dir das Risiko wert? Wenn es halt doof läuft, kann man seinen Kanal dafür verlieren. Und das ist wohl eher die kleinere Sache. Ich meine, pro Verstoß, also pro Video, kann man eine Strafe von bis zu $42.530 bekommen. Das wären bei deiner Videoanzahl 18.160.000 und ein paar kaputte an Strafe. Naja, zugegeben, ist ungefähr so wahrscheinlich, wie dass dich ein Blitz trifft und dir währenddessen ein Flugzeug auf den Kopf knallt. Außerdem wäre das auch nur die maximale Strafe, die sowieso nie eintreten wird.
Und wahrscheinlich wurde der Brei sowieso wieder heißer gekocht, als er gegessen wird. Ich meine es auch nicht böse, mir ist es ja immerhin komplett egal, was du machst. Die Moral von der Geschichte, ein Abo bei Just Nero ist Pflicht. Gönnt doch einfach mal, hä?